This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, wie lange soll man fasten? Sagen wir mindestens 4, 5 Wochen, 30, 40 Tage fasten, 50 Tage fasten, 60 Tage Saftfasten. Wie fängt man mit dem Fasten an? So. Ich bin nicht so der Fan von allzu langen Fasten. Einfach weil ich denke, die meisten Menschen heutzutage sind nicht wirklich in der Lage, so lange Fasten durchzuziehen. Oder sie ziehen es vielleicht durch und danach ernähren sie sich wieder schlecht. Genau. Ich denke, es ist viel sinnvoller, kleinere Fasten zu machen, anfangs, und es dafür regelmäßig und dauerhaft seine Ernährung umzustellen. Ich habe mal ein Video gemacht, die zwei Arten von Krankheit und Heilung. Da habe ich erklärt, wie das ist, wenn man zum Beispiel nur noch Früchte isst, rein theoretisch. Früchte, wie schnell die durch den Darm gehen und wie lange eine Fleischmahlzeit durch den Darm braucht. Und wenn ihr eure Ernährung schon in eine gesündere Richtung umstellt, dann ist der Körper schon in einer Art Fastenmodus. Fleischmahlzeit, gekocht, braucht, was weiß ich, über 50 Stunden oder so durch den Körper. Und vegetarische Mahlzeit und vielleicht nur noch 12 bis 24 Stunden. Und dieser Sprung allein schon so, das ist die Hälfte. Die Hälfte, wo diese Mahlzeit nur noch durch den Körper braucht. Und dieses ganze Stück, wo man dann besser isst, wo die Mahlzeit kürzer durch den Darm braucht, so viel mehr Zeit hat der Körper zu heilen, weil er diese Energie nicht in die Verdauung stecken muss. Die meiste Energie geht für die Verdauung drauf. Wenn der Körper nicht verdaut, nicht so lange verdaut, dann kann er viel mehr heilen. Und wenn man jetzt auf vegetarische Kost umstellt, so von Allesesser, von Fleischesser, dann ist der Körper eh schon stark am Entgiften. So. Dann kann man mit Fasten vielleicht, mit kurzen Fasten, das mal kurz unterstützen, so, damit der Körper dann wirklich Erholungsphasen sich noch schaffen kann. Aber dann, wenn man dauerhaft zu schnell da weitergeht, wenn man dann gleich zu Rohkost geht, die dann irgendwie nur noch ja, unter 12 Stunden irgendwie durch den Körper braucht, dann ist der Körper in so einem Dauerfastenmodus. Und dann, wenn man dann auch noch fastet, da kommt so viel auf einmal hoch. Und das kann fast niemand verarbeiten. So. Ja, und deshalb, wenn die Leute mich fragen, oder bei Coaching sage ich den Leuten immer, fang langsam mit dem Fasten an. Warum gleich irgendwie eine Woche fasten? So. Schaut doch erstmal, wie ihr euch dabei fühlt. So. Wenn ihr eh schon eure Ernährung dauerhaft umstellt, dann ist der Körper eh in einem Dauerentgiftungszustand so. Dann macht lieber kürzere Fasten und hört drauf, wenn ihr dann wirklich keinen Hunger mehr habt, dann macht's mal ein bisschen länger so. Also ihr könnt am besten erstmal mit dem Frühstücksfasten starten so. Das heißt ja auch Breakfast, also Fasten, Brechen, Breakfast. In Deutschland wird es dann ein Frühstück, so ein Stück in der Früh, aber auch nicht mehr so. Am besten halt nichts. Frühs braucht der Körper nichts, der ist eine Ausleitungsphase, Ausscheidungsphase. Und ich esse mindestens bis 12 Uhr früh eigentlich nichts, so jeden Tag. Genau. Und damit könnt ihr eben auch starten. Einfach frühs nichts essen. Oder ihr könnt die erste Woche ja mal einfacher essen frühs. Macht euch irgendwie einen leichten Smoothie oder so. Oder esst irgendwie Früchte mono frühs. Aber ansonsten lasst es einfach mal weg, das Frühstück. So, es wird dadurch auch so einfach. Ihr könnt einfach aus dem Haus gehen. Ihr müsst euch nichts kümmern, so könnt in die Arbeit gehen und dann mittags, was weiß ich, nehmt euch ein paar Äpfel mit, falls ihr doch Hunger bekommt. Einfach in die Tasche schmeißen oder mal eine Banane, egal was. Was euch halt zusagt, Orange, Pfirsich, Nektarinen, Kirschen, Erdbeeren. Genau. Und dann könnt ihr eben weitergehen, erstmal einen 24-Stunden-Fasten machen.
Sprich, vielleicht einfach erstmal das Abendessen weglassen, mittags ganz normal essen und dann bis zum nächsten Tag mittags auch nichts essen. So, habt ihr schon 24 Stunden gefastet. Und dann schaut mal, wie es euch dabei geht, kommt dabei schon Schwindel hoch. Genau. Dann könnt ihr vielleicht schauen, wenn es euch schon schwindelig wird, vielleicht mal ausprobieren, wie euch ein Einlauf da hilft, ob das, ja, ob das stimmig für euch ist. Genau. Aber erstmal mit so kleinen Fasten anfangen und dann vielleicht einen Fastentag in der Woche irgendwann einbauen. Sagen, hey, sonntags oder samstags faste ich so, dann habe ich noch wieder einen Tag, wo ich mich erholen kann sonntags und dann geht es montags wieder auf die Arbeit. Genau. Und dann würde ich erst das langsam steigern, so. Lieber regelmäßig sagen. Ihr könnt ja wirklich dann vielleicht mit einem Tag im Monat anfangen, so. Und dann macht ihr das mal 2, 3 Monate und stellt dabei aber auch eure Ernährung um, dass ihr einfach immer gesünder esst. Dadurch entgiftet der Körper sowieso schon. Solche langen Fastenphasen sind erstmal gar nicht nötig, so. Das kann man dann irgendwann später machen, wenn der Körper schon auf einem besseren Level ist, dann fällt es einem auch viel leichter, so. Ich denke, dieses abrupte Fasten ist einfach nicht so sinnvoll, weil man dann oft leicht wieder zurückfällt, weil der Körper dann in so eine starke Entgiftung geht und danach ist man dann wieder im Stress und keiner hat heutzutage so viel Zeit. So. Man muss sein Leben erstmal ein bisschen umgestalten und es kommt meist erst mit der Bewusstwerdung durch so eine stetige Ernährungsumstellung. Aber anfangs, wenn man meist mit der Ernährungsumstellung beginnt, so hat man sowieso nicht so lange Zeit oder nimmt sich nicht so lange Zeit, um zu fasten. So. Ja. Und wenn man dann wieder in ein stressiges Umfeld geht, dann bringt es auch nichts. Und wenn man dann wieder so weit zurückfällt mit der Ernährung, es geht darum, dauerhaft sich gesund zu ernähren. Und mit kurzen Fastenphasen so kann man über Jahre den Körper langsam reinigen. Und dann kann man auch ganz locker mal längere Fasten einbauen. Dann geht man halt mal zu 2, 3 Tagen. Genau. Und wenn ihr anfangt, noch ganz wichtig mit dem Fasten, Wasserfasten ist in Ordnung anfangs auch. Gerade wenn man das nur 24 Stunden erst macht oder erst beim Frühstücksfasten, da ist es völlig in Ordnung. Mit Fruchtsäften fasten sollte man überhaupt nicht am Anfang, auf keinen Fall so, weil die einfach zu stark entgiften und zu stark stimulieren dann auch noch mit dem Zucker. Wenn ihr mit dem Saftfasten anfangen wollt, dann unbedingt Gemüsesäfte oder Grün mit reintun oder Wildkräuter. Könnt dann auch Früchte dazu mischen, so, wenn ihr euch Säfte macht. Aber auf jeden Fall Wildgrün oder irgendeinen grünen Sprossen mit rein oder Gemüse. Karotten, rote Beete, Wurzelgemüse, genau. Irgend sowas, damit die Entgiftung nicht zu stark wird, so. Oder Wasserfasten, ist auch in Ordnung. Genau. Und dann könnt ihr einfach mal, wenn ihr das mal eine Zeit lang gemacht habt, dass ihr vielleicht wirklich irgendwann seid, so dass ihr jeden Samstag zum Beispiel eben fastet, dass ihr dann dazu übergeht, mal 2, 3 Tage fasten oder dann im Urlaub mal, ja, eine Woche, wie es euch dann passt, so. Oder wie ihr euch fühlt, ihr lernt dann sowieso immer besser auf euren Körper zu hören. Genau. Ja, aber von so langem Fasten halte ich anfangs nichts, so, weil es einfach in unserer Gesellschaft nicht umsetzbar ist, nicht gut, denke ich. Für die wenigsten ist es machbar so. Da kommt so viel bei hoch, da muss man sich dann auch die Zeit nehmen, um das zu verarbeiten. Wenn man irgendwie 2 Wochen fastet, müsste man sich danach mindestens 2, 3 Wochen eigentlich nochmal Urlaub nehmen, um dann zu verarbeiten, was da hochgekommen ist. So. Ja. Deswegen einfach klein, stetig und regelmäßig. Und dann ist es viel leichter, viel angenehmer, viel besser in den Alltag integrierbar. Genau. Ja, soweit, wenn ihr noch Fragen habt, wie man am besten in Fasten reinstartet, so, dann schreibt es einfach unter das Video. Und ja, ich denke nicht, dass lange Fasten nicht machbar sind oder nicht gut allgemein. Ich denke einfach nur, dass es eben in der Gesellschaft für die wenigsten Leute das Richtige ist. So. Wenn man irgendwie radikal sich wandeln möchte, dann okay, wenn man da wirklich einen starken Willen hat. Aber ich glaube, die wenigsten Leute haben bis jetzt so einen starken Willen, dass sie da dann so dranbleiben. Die meisten schwanken dann wieder zurück und dann,
Ja, lieber langsam reinstarten, dann merkt man die Verbesserung richtig. Und dann bleibt man auch gerne und mit Freude dabei. Ja, und wenn man eben regelmäßig einen Tag fastet, da kommt ja, jede Woche so, wenn man einen Tag fastet, dann hat man 50 Fastentage im Jahr. 54. 52, wie viele Wochen war das ja? Und das ist schon enorm, so. Wenn man so lange Fasten einbaut, ja, da kommt man selten auf so hohe Zahlen. Das summiert sich dann einfach. Also regelmäßig kleinere Fasten erstmal und Ernährung stetig umstellen in eine gesunde Richtung. Dadurch entgiftet der Körper sowieso schon und es ist viel angenehmer für euch. Macht's gut, Leute. Ciao.